ist Rudolf Matthes, ich bin Facharzt für Zahnmund- und Kieferheilkunde in Linz. Ich beschäftige mich eigentlich mit der kompletten Zahnheilkunde. Schwerpunkt ist die orale Implantologie. Was ist der Unterschied zwischen einer Krone und einem Implantat? Der Unterschied zwischen einer Krone und einem Implantat ist leicht erklärt. Es gibt eigentlich keinen, weil eine Krone kann man auf einem Implantat montieren, aber auch auf einem natürlichen Zahn. Also der Unterschied ist eigentlich der, dass das Implantat eine künstliche Zahnwurzel ist und die Krone eben auf einem Implantat aufgesetzt wird, beziehungsweise auch auf einem natürlichen Zahn, der stark beschädigt ist, montiert werden kann. Bis zu welchem Alter kann man sich ein Implantat machen lassen? Also für die Implantate gibt es nach oben keine Grenzen. Implantate können in jedem Lebensalter gesetzt werden. Nach unten allerdings ist es eher ein Alter von 17 Jahren einzuhalten, 17, 18 Jahren. Früher kann man kein Implantat setzen. Was für Kosten und was für Risiken kommen auf einen Patienten zu? Nun, über die Kosten ist es immer schwierig zu sprechen, weil es hängt natürlich in erster Linie von der Situation des Patienten ab. Also hier kann man eigentlich davon ausgehen, dass es doch eher ab 1.000 Euro aufwärts losgeht. Die Risiken des Patienten sind eher gering. Es gibt anatomische Strukturen, die man beachten muss, die man nicht beschädigen sollte. Und das Hauptrisiko ist eigentlich, dass das Implantat nicht einheilt. Das würde aber bedeuten, dass das Implantat ganz einfach mit zwei Fingern wieder herausgenommen werden kann und man nach einer kurzen Abheilphase ein neues setzen kann. Also das Risiko würde ich eher als gering einschätzen. Und was für unterschiedliche Implantate gibt es? Nun, es gibt am Markt sehr viele Implantatsysteme. Es ist ein in den letzten 20, 25 Jahren haben sich viele Firmen bemüht und eben Implantatsysteme zu entwickeln. Es gibt auch Mini-Implantate, die eher nur für kurze und einfache Versorgung gedacht sind, eben Standardimplantate, die einen gewissen Durchmesser haben, die eigentlich zu 99% verwendet werden. Hier gibt es natürlich auch namhafte Firmen und Nachbarfirmen, aber im Grunde genommen muss das eigentlich der Zahnarzt entscheiden, welcher Firma er vertraut. Gibt es eine Nachricht über Implantate oder über Zahnheilkunde im Generellen, die Sie Patienten sagen wollen? Nun, ich würde so sagen, das Implantat funktioniert sehr gut. Es sollte aber immer der letzte Weg sein, die Kaufunktion zu erhalten. Natürlich sollte man zuerst alles unternehmen, um einen natürlichen Zahn zu sanieren und zu erhalten. Sollte es aber nicht mehr gehen, dann sollte man natürlich nicht zu lange zuwarten, um den Knochen nicht zu verlieren, den man dann braucht, um ein gutes Implantat zu setzen.